im Ohr. Hallo und herzlich willkommen bei Lieder im Ohr. Heute habe ich ein neues Unboxing. Und zwar habe ich bei meiner Ukulelenrecherche noch diese witzige Konzertukulele gefunden von Carla. Die Shark-Ukulele, davon gibt es auch die Dolphin-Ukulele, aber ich fand die Shark-Ukulele noch cooler. Und schaut mal, wie schön der Karton ist, der im großen Versandkarton war. Ich finde es so schön. Den werde ich auf jeden Fall aufheben, den Karton. Da oben seht ihr nochmal den Namen. Cool. Es gibt auch so einen dünnen Rucksackbeutel. Und jetzt schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich habe ja schon eine Konzertukulele, die Luna Tattoo. Aber die hier ist nicht aus Holz, sondern aus Plastik. Cool. Also machen wir das Papier weg. Okay, mal schauen, was hier an dem Zettel steht. Nichts so wirklich Wichtiges. Ich wollte sie mal in Shark Grey, weil ich finde, wenn man schon eine Hai-Ukulele hat, dann sollte sie auch in der Hai-Farbe sein. Die gibt es aber noch in anderen Farben. Hier der coole Hai. Und so sieht der Kopf aus. Hinten hat sie so eine kleine Wölbung. Hier hat sie bei 5, 7, 10 und 12 eine Markierung. Ansonsten, ja, sieht sie ganz okay aus. Ich glaube, sie ist relativ kratzeranfällig. Ich habe jetzt schon ein paar kleine Kratzer drauf. Oha, wir stimmen mal. Also beim Stimmen hat man jetzt gemerkt, dass die Stimmwirbel nicht ganz so geschmeidig zu drehen sind und auch ein bisschen blockiert. Also man merkt schon, dass die Verarbeitung nicht ganz so hochwertig ist. Man sieht schon ein paar Marken. Wie viel Klang rauskommt. Ich vergleiche es jetzt mal mit meiner anderen Konzertukulele. Das ist meine Luna. Thank you.
schon. Ich bin überrascht, wie voll sie klingt. Oder ich habe das Gefühl, sie klingt ein bisschen dunkler. Also vom Klang her gefällt sie mir sehr gut. Von der Verarbeitung so mittel. Aber ich glaube, ich werde sie trotzdem behalten. Denn ich mag den High und ich mag das Grau. Und dann darf sie in meine Sammlung einziehen. Von der Dicke her ist die Luna sogar ein ganz klein bisschen breiter, höher. Und die Luna hat hinten nicht diese ausgewölbte Decke, sondern eine ganz gerade. Und hier ist wirklich so ein bisschen eine Rundung. Ich hoffe, das sieht man. Vielleicht kommt deswegen der vollere Klang. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Lieder im Ohr.